Was geht, meine Wölfe? Ja, lange ist es her, dass ihr meine Stimme hier so auf diesem Kanal gehört habt. Es gab leider privat bei mir so ein paar Sachen, die es leider verhindert haben, dass ich Aufnahmen machen konnte. Zum einen, aber das ist nicht das Hauptthema, das ist so ein Teilthema. Das Hauptthema dieses Videos wird sein, beziehungsweise geht allgemein um meinen GPL-Austritt. Beziehungsweise der Austritt ist ja nur für diese Season, also das hat überhaupt nichts mit den Registratoren, also Registratoren mit, also Present Razor oder sowas zu tun, auch nicht mit anderen Teilnehmern, sonst irgendwas. Das ist eine Sache, die halt komplett bei mir war, wo ich auch nicht unbedingt näher drauf eingehen möchte. Geht halt einfach nur darum, es ist halt bei mir im Privaten etwas geschehen, was meine volle Aufmerksamkeit braucht. Und wahrscheinlich habt ihr das auch schon von vielen GPL-Teilnehmern gehört. GPL ist so gesehen schon eine Menge Arbeit. Es ist nicht nur so, dass man sich die maximal Stunde hinsetzt und kämpft, sondern man hockt auch mal 3 Tage vorher schon dran oder eine Woche vor oder was weiß ich wann und macht sein Team. Dazu dann noch die Aufnahme, wenn man nicht live aufnimmt. Oder halt auch die Videobearbeitung etc. Da kommt ja einiges zusammen, was wirklich eine Menge an Zeit ist. Und die Zeit habe ich momentan einfach nicht. Und ich hatte dann einfach, ehrlich gesagt, keine Lust drauf, euch Videos, also GPL-Kämpfe zu bringen, die ohne Leidenschaft sind, weil die Moderation dann so, ja, ich mache jetzt einen Flammenwurf und dann kommt der Spiegelcape oder sonst irgendwas, sondern ihr wisst ja, ich tue gerne mit ganz viel Leidenschaft moderieren. Und das ist halt die Sache. Und wenn ich das nicht kann, dann macht das auch keinen Sinn für mich, Videos zu machen, weil diese Moderationsart von mir halt für mich persönlich wichtig ist. Dazu auch noch, ja, gibt es so viele andere PokéTuber, die alles dafür tun würden, um in der GPL mitzumachen. Und dann wäre es denen gegenüber auch einfach unfair, wenn ich dann mit meiner, ich habe nie Zeit und mache jetzt einfach mal nur Videos, damit ich in der GPL bleiben kann, ja, Mentalität, wenn ich die haben würde, das würde mir einfach nichts bringen und würde denen auch die Möglichkeit rauben. Ich habe zwar schon mit den anderen ausgemacht, dass wenn alles so glatt läuft, wie es sollte, dass ich dann in der nächsten Season eventuell wieder einsteigen könnte. Also ich würde es, kommt dann darauf an, ob es von der Registraturseite aus gehen würde. Dann würde ich auf jeden Fall wieder mitmachen und dem Team Wolfsrudel einsteigen. Die Sache ist jetzt halt einfach, dass ich jetzt, wie gesagt, einfach die Zeit dafür nicht habe und ich euch nicht so einen Drecks-Content-Kampf bringen wollte, der einfach überhaupt keine Vorbereitung hatte, überhaupt kein charismatisches Aufnahmeniveau oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich die Entscheidung getroffen, auch wenn sie mir schwer fiel, es dann dabei zu belassen und euch von jemand anderem lieber unterhalten zu lassen. In meinem Fall ist der Burakio, ich glaube so, also ich kenne ihn unter Burak, sein YouTube-Name ist glaube ich Burakio, irgendwie so, ich werde ihn einfach in der Beschreibung auch verlinken. Er hat mein Team übernommen. Und Leute, das Wolfsrudel ist natürlich trotzdem auf Seite des Wolfsrudels, ja. Es ist egal, wer das Team gerade leitet, wir werden alle dahinter stehen. Ich habe mir also bis jetzt den Kampf, den letzten angeguckt, ich werde mir den nächsten angucken, ich werde mir alle anderen Kämpfe auch angucken. Es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt ausschieden bin, dass ich aus der Welt bin. Gut, das zum Thema GPL. Falls ihr da Fragen habt, schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, wenn es dann darum geht, warum es bei mir privaten Probleme gibt, das ist eine Frage, die möchte ich halt einfach nicht beantworten. Denke ich mal, kann man verstehen. Okay, zum zweiten, was ist jetzt los mit Videos und so? Also ich habe jetzt wieder eine Zeit lang nichts aufgenommen, lag auch daran. Allerdings, ich habe halt erst überlegt, so okay, ich mache jetzt einfach ein Jahr komplett Pause. Habe mich dann aber im Endeffekt dafür entschieden, dass ein Jahr Pause machen total unnötig wäre, weil ich werde immer mal irgendwo die Zeit finden, irgendwie in ein Video reinzuschnibbeln. Ja, auch ein ordentliches Video, nicht nur so ein, ja, ich mache jetzt mal eins, damit ihr was habt, sondern wirklich was ein Video. Ich werde irgendwann immer die Zeit haben. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Zeit, um diese Aufnahme zu machen. Ich hatte jetzt die letzten Tage, Wochen, gar keine Zeit dafür gehabt. Jetzt habe ich die Zeit. Ja, auch wenn es ein unregelmäßiger Upload sein wird, aber es wird ein Upload geben. Und ich habe auch überlegt, weil ich in letzter Zeit viel mich mit Kollegen über Mythen und Theorien unterhalten habe, dass es dann auch zu einer kleinen Änderung bei mir auf den Kanal kommt, neben den Let's Plays. Also Let's Plays werden auf jeden Fall standardgemäß das Hauptthema meines Kanals hier sein. Aber noch so eine zweite Sache, die ich ganz persönlich ziemlich cool finde und die sehr, sehr viel Kreativitätsbedarf lässt. Also man kann da wirklich über alles reden. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Das werdet ihr sehen, wenn das erste Video dazu kommt. Das muss ich natürlich erst planen und sowas, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Und dann könnt ihr da drunter schreiben, was ihr von der Idee haltet, wie ihr das findet allgemein. Es wird sich nicht nur um Pokémon handeln, sondern Pokémon wird so 2% von dem Ganzen sein.
Das kann ich euch dazu sagen. Allgemein will ich ja meinen Content auf dem Kanal erweitern von nur Pokémon auf ganz, ganz viel mehr. Da muss halt nur ein bisschen an Equipment noch dazu kommen, dann würde das auch alles funktionieren. Aber gut, dass ihr da halt Bescheid wisst. Es wird kein Ende des Wolfsrudels sein und das Wolfsrudel wird weiter bestehen, weiter Videos machen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Box rein. Und von daher hoffe ich, dass ihr Verständnis dafür habt. Wir sehen uns dann einfach irgendwann mal wieder, meine Wölfe. Und ich hoffe spätestens bei der Gamescom, ne? Da will ich auch wieder ein paar von euch allgemein sehen. Die ganze Poketuber-Community ist ja eh die geilste von allen, ne? Muss ich dazu sagen. Es gibt keine geilere Community als die Poketuber-Community, also bitte. Ne? Von daher, meine Wölfe, sehen wir uns dann einfach irgendwann mal wieder. Bis dann und ciao, euer WolfX.